Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Matthias von Matz Gitarrenkurse und heute wollen wir uns mal mit dem Ausdruck beschäftigen, was ist ein Arpeggio, oder mit der Frage beschäftigen, was ist ein Arpeggio? Ich habe am Anfang jetzt gerade die ersten paar Takte von dem Stück The Carpet Crawler von Genesis von der 1974er LP, CD, wie auch immer, Lamb Lies Down on Broadway gespielt. Und da mache ich Folgendes eben, ich habe einen Akkord, ja, hier diesen, eigentlich einen E-Sus 2 Major 7, wenn man so will, und danach einen Fis-Moll 7. Und jetzt schlage ich die Töne eben nicht gleichzeitig an, sondern ganz kurz nacheinander. Ja? Und dieses ganz kurz nacheinander anschlagen, das nennt man ein Arpeggio. Woher kommt jetzt der Ausdruck? Und zwar ist es so, dass die Harfe im Italienischen l'arpa heißt, weil die Italiener das H nicht richtig sprechen am Anfang eines Wortes. Und bei der Harfe ist es ja eben oft so, dass wenn die Akkorde spielen soll, dann spielt sie die eben, spielt sie die Töne nicht gleichzeitig, sondern eben so ganz schnell hintereinander sozusagen. Es geht immer so bring, bring, bring. Und aus dieser Technik heraus, aus diesem Anschlag der Akkorde heraus, hat sich das Wort Arpeggieren heraus entwickelt. Und das wurde dann eben auch auf andere Instrumente übertragen, andere Saiteninstrumente, ja, beziehungsweise eigentlich auf alle Instrumente. Und jetzt gibt es eben zwei Aspekte, sage ich jetzt mal, des Arpeggios. Einmal ist es eben diese Technik des die Töne kurz hintereinander anschlagens. Und als zweites geht es dann eben grundsätzlich darum, die Töne eines Akkordes hintereinander zu spielen. Wir schauen uns ganz kurz erstmal den einen Aspekt an, also dieses kurz hintereinander anschlagen. Ja, wie mache ich das jetzt? Das ist anders von der Technik her, wie wenn ich jetzt Töne nacheinander anschlagen. Hier habe ich separate Bewegungen jedes einzelnen Fingers. Wenn ich das Arpeggio mache, dann zieht quasi der eine Finger die anderen Finger hinter sich her, wenn man das so nennen will. Um das zu üben, würde ich Folgendes machen, schlag den Akkord, das muss jetzt nicht der sein, es kann irgendeiner sein, es können auch leere Saiten sein, einfach gleichzeitig anschlagen. Und dann mal versuchen, von der Bewegung her das Gleiche zu machen, aber eben dann die Töne ganz kurz hintereinander. Und das eben immer so im Wechsel. Einmal gleichzeitig oder zweimal gleichzeitig und dann nacheinander. Ist das Anschlagen vom Bewegungsablauf her das gleiche, wenn ich gleichzeitig die Saiten anschlage. Es ist eben nur in Anführungszeichen, dass ich die Töne kurz versetzt spiele. Ja? Das braucht Zeit. Das ist nicht so, dass ich das dreimal mache und dann funktioniert das, sondern diese so ganz andere Bewegung, aber das eben trotzdem nacheinander der Töne, das braucht einfach Zeit. Und das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die kann ich zwischendurch immer mal wieder machen, ja, und gib dir einfach mindestens ein halbes Jahr Zeit, bis das dahin kommt, so langsam. Ja? Wenn es schneller geht, freu dich, aber setz dich nicht unter Druck, wenn es jetzt nicht sofort klappt. Das ist Quatsch, das braucht einfach Zeit. Diese ganz andere Bewegung braucht Zeit. Und das Wichtige dabei ist, da der Mittel- und der Ringfinger anatomisch an der gleichen Sehne hängen, ja,
ist es oft so, dass der Ringfinger ein Tick zu früh ist im Verhältnis zu den anderen Fingern. Das heißt, da muss ich so ein bisschen dann, wenn das anfängt zu laufen, nochmal mein Hauptaugenmerk drauf lenken, dass die Töne alle gleich hintereinander, also vom Abstand der Töne her, dass die alle gleich sind, dass der Abstand zwischen den Tönen immer gleich ist. Also nochmal eben gleichzeitig hintereinander, gleichzeitig hintereinander. Immer so mal wieder zwischendurch, das kann man auch ganz gut so als einen Teil des Aufwärmens machen. Anstrengendes Stück für die linke Hand gespielt hat, kann man mal eine Pause machen, einfach so 20, 30 Mal. Einfach mal nur das machen, dann kann die linke Hand sich wieder ein bisschen erholen. Technik sozusagen, diese spezielle Arpeggio-Technik. Und jetzt hole ich mir mal die E-Gitarre und dann schauen wir uns mal diese andere Technik oder diesen anderen Aspekt vielmehr an. Also, ich habe ja gesagt, dass wir die Töne eines Akkordes nacheinander spielen. Also eben, das wäre jetzt zum Beispiel, wären die Töne des H-Moll-Akkordes oder B-Moll-Akkordes, H, D, Fis. Ja? Relativ bekanntes Beispiel ist eben Final Countdown zum Beispiel. Jetzt in Slow Motion natürlich, dann eben das nächste wären drei Töne aus den Vieren oder von den Vieren des A7-Akkordes. Beziehungsweise eigentlich ein Cis vermindert Dreiklang und dann ein D-Dur-Akkord, D-Fis-A und dann ein G-Dur-Dreiklang. Also G, H, D. Nochmal, also H, D, Fis, H-Moll, Cis, E, G, Cis vermindert, D-Fis A, D-Dur, G-H-D, G-Dur. Technik, Töne des Akkordes rauszunehmen und die nacheinander zu spielen, die kommt in unendlich vielen Solos vor. Ob das jetzt Enter Sandman ist von Metallica, ob das jetzt Fade to Black ist zum Beispiel von Metallica, das gibt es bei Metallica übrigens sehr oft, oder aber jetzt hier im Europe Final Countdown oder Hotel California, das, der Schlussteil von dem E-Gitarren-Solo, da ganz berühmtes Beispiel für den Einsatz von Dreiklängen. Das kommt also immer wieder vor. Ja, warum kommt das denn vor? Warum nimmt man das? Ja, ist ganz einfach. Wenn ich eine Akkordfolge habe und ich benutze nur Akkordtöne, dann bin ich natürlich immer auf der sicheren Seite. Ja, weil die Töne stimmen immer. Ja, wie die Töne stimmen immer? Stimmen andere Töne nicht, oder wie? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter nehme, ja, und ich spiele jetzt zu einem C-Dur-Akkord die Note F, dann wird man denken, ups, ja, und zwar jetzt die Note F als betont lange Note. Ich kann die Note F natürlich spielen, wenn ich sie so spiele. Dann ist die Note F ein Durchgangston, sagen wir dazu, von E nach G, die führt irgendwo hin. Ja, dann ist es kein Problem, wenn ich jetzt aber spiele zum C-Dur-Akkord,
habe den C-Dur-Akkord oben drüber, dann klingt das ziemlich gruselig. Das heißt, innerhalb einer Tonleiter gibt es durchaus Töne, die, wenn man sie als betont lange Noten spielt, zu einem Akkord nicht passen können, die dann völlig schräg und schief klingen. Und wenn ich jetzt aber Akkordtöne nehme, mich auf Akkordtöne beschränke, dann bin ich immer auf der sicheren Seite, weil die Töne ja immer im Akkord liegen. Das klingt dann vielleicht manchmal nicht so spannend, aber ich bin immer auf der sicheren Seite. Das ist zum Beispiel auch das, was in den 40er Jahren im Jazz, im sogenannten Bebop gemacht wurde. Dort waren die Akkordfolgen extrem komplex und die Akkorde haben auch sehr kurz hintereinander gewechselt und das Tempo war ultra hoch. Also da gibt es sehr oft Stücke, die haben ein Tempo von 250, 300, die Viertel. Ja, also auf manchen Metronomen ist das Tempo gar nicht mehr drauf. Und dann eben mit einer Tonleiter darüber zu improvisieren, bei häufig wechselnden Tonarten, das war die Hölle. Und deshalb haben die einfach sich gesagt, okay, ich nehme einfach Akkordtöne und spiele so ein bisschen, in Anführungszeichen, jetzt mal sehr salopp formuliert, spiele ein bisschen außenrum und das war's. Ja? Also das ist eben das, was im Bebop dann in den 40er Jahren passiert ist. Jo, so viel zum Thema Arpeggio. Ich hoffe, ich konnte dich da so ein bisschen weiterbringen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch, abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Komm auf meiner Facebook- oder Twitter-Seite vorbei oder auf meiner Homepage www.mats-gitarren-kurse.de. Schau auf meinem YouTube-Kanal, da gibt es inzwischen schon das ein oder andere Video. Vielleicht ist da ja auch noch was für dich dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Und tschüss!